Also, ne. Ja, da ist sie oben. Da hinten ist aber nochmal eine Basis. Egal wie hoch wir auch klettern, ich habe immer das Gefühl, dass es da draußen noch so viel mehr gibt. Der Schwarzfels fühlt sich alt an. Es ist gut, sich daran zu erinnern, dass wir hier die Neuen sind. Tande bedeutet Zähne. Wieso halten wir uns immer wieder zwischen Zähnen auf? Ja, wer hat nicht gern ein bisschen Fleisch auf den zwischen den Zähnen? Außer die Veganer. Ernsthaft, ist das denn so eine Art Häuschen? Bullshit. Hätten das dort hinten ist auch noch so ein Ferienhäuschen. Das Ferienhäuschen des Anführers von der Basis. Mit Blick Gegner vor uns! Auf die Schlo. Hier ist niemand. Geh doch von raus, Hier ist es leer, totenstill. Hallo? Nein. Hier ist niemand. Was behält er öffnen? Ach der. Kettfusion, bla bla bla. Urenergieversorgung und nichts. Nichts Wirklicheres. Auch wieder nichts, was ich direkt scannen kann. Kann man nicht looten. Das sind keine Behälter. Das ist auch eher wieder so ein Feriendomizil. Nee. Oh, ich habe das Licht angelassen. Nee, Entschuldigung. Man sollte beim Auto nicht das Licht brennen lassen, sonst geht die Batterie leer. Naja. Hätte ich mich fast verheddert. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Nein. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Scheiße. Gibt es hier hinten irgendetwas? Ja, was ist das? Eine Drohne. Die letzte Drohne. Gehen wir auf die letzte Drohne holen. Schleck mich der Arsch, echt. Das kann ich da auch nicht durch. Bin ich in eine Sackgasse geraten. Nö. Da auch nicht. Ach, komm schon. Könnte aber so wieder nach oben. Oder auch nicht. Aber ich könnte. Eventuell. Ja, ich bin wieder oben.
tolles Ding. Yeah. Gib mir das Schwert. Das war ein Headshot. Und hier irgendwo sollte noch. Immer so im Eck, so dass man es nicht sieht. Bullshit. Nur Sachen, die ich wieder nicht gebrauchen kann. Na denn. Fahren wir hier wieder raus. Und rundherum. Speichern mal noch. Ich kann hier nicht speichern. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ja, so viel brauche ich gar nicht von uns. Die Leute wollen hierher kommen. So wie sie auch nach Andromeda kommen wollten. Der Unterschied ist nur, dass sie jetzt wissen, was sie erwartet. Okay. Hier gehen wir hier entlang. Wird ja uns angezeigt, wenn wir das Ende erreichen. Doch, können wir auch noch lang. Wir wissen sogar hier unten. Ernsthaft? Ich muss hier runter. Ey, ich muss hier runter. Ich hab Schupfdüsen. Tut mir leid. Ist das? Nein. Nein. Ich muss wieder schneller fahren. Jetzt sollten wir aber langsam mal dort ankommen. Weil ich habe schon gefunden. Eigentlich. Lebensfähigkeit. Alle Drohnen gefunden. 530 XP erhalten. Finde ich super. Dann fehlen nur noch 17 für die nächste Stufe. Dem Nav-Punkt. Aber dort hat das nochmal. Dort muss ich nochmal Energie haben. Wenn der Typ mit mir nicht reden will, dann kann ich das Zeug eigentlich auch nur so ausschalten. Ist mir eigentlich egal. Weil das Quatschen gibt kein Geld. Das, was ich mache, gibt Geld. Okay. Die zentrale Position der Camp-Überwachung ist in der Nähe, Pathfinder. Wachsam bleiben. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Wespennest? Ich muss erstmal nach oben, ja? Genau so. Oh, Kettenenergiegenerator. Lass mich ja. Nein. Ja, das Zeug kann ich ja sogar noch scannen. Oh. Ich würde sagen, dass ich wieder an einer wunderschönen Position bin. Natürlich ist die Core wieder mal auf dem. What the fuck? Halt mal die Klappe. Ah, hallo. Mein Schätzchen. Bitte die Klappe halten. Schnauze! Klick doch mal nochmal. Juhu! Geronimo! Ah, ich dachte, da kniet jetzt jemand. Hilfe! Das war ein Hüftschuss. Mehr oder weniger. Ein gezielter Hüftschuss. Ich mach mich auf den Weg. Wohin? Nach Hause?
Bleibst schön bei mir. Nur gibt es für jedes einzelne leider keine Energiegenerator. Kann man eigentlich auch von oben rein? Hallöchen! Oh, Munition. Aber immer doch. Nö. Aber der, mein kopfloser Freund, einen Nahkampfschaden. Ja, können wir mal ausprobieren. Ah, das wäre jetzt eigentlich nur zu genial. Ah, nein, 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 nein. Gibt nicht Dämlicheres, wenn der Typ gleich beim Tür auf... Ja, da ist kurzerhand meine Aufnahme. Die zentrale Position der Cap-Überwachung ist in der Nähe, Pathfinder. Ja, ja. Wachsam bleiben. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Ja, da hat sich das Spiel kurz aufgehängt. Aufgehangen. Darf ich gleich nochmal spielen? Zum Glück nicht allzu weit. Meine Herren. Warum bist du schon an der Front eigentlich? Naja. Wir wissen, was uns das Innere erwartet. Habe ich den gerade ins Bein geschossen? Naja. Egal. Denn wir haben draußen jetzt alles niedergemäht. Jetzt gehen wir rennen. So, der Herr mit der Gatling-Kanone ist jetzt noch drin. Das heißt, wir werden die Tür aufmachen. Oh, nein. Das war falsch. Ich wollte eigentlich das machen. Das machen. Das machen! Hat das was geholfen? Ja, der ist down. Schlechter Dörfer. Das war für die Cat. Was ist mit der Überwachung? Ich orte Übertragungen von einer Konsole in der Nähe. Das könnte der zentrale Datenpunkt sein. Können wir ihn zerstören? Ich empfehle, vorher einen Scrambler hochzuladen, damit keine Daten mehr EOS verlassen können. Okay. Einen Scrambler. Bitte warten. Da kommen noch mehr! Ja. Gibt's hier irgendwas Explosives? Nein, das sieht nicht so aus. Kann ich aber. Keine Ahnung, ob der was. Die Granate kommt nicht so weit. Lade nach! Ja, ganz toll. Natürlich. Noch mehr Gegner! Wir sind ein tolles Team. Ein tolles Team, ja. Wenn sich der... da kommt was. Das werde ich größtenteils nicht schaffen. Oder vielleicht doch. Einmal Seitenwechsel, Seitenwechsel. Da kommen noch mehr! Oh,
schon alle auf einen Haufen stehen. Gut. Noch mehr? Frequenz-Grappler hochgeladen. Übertragungen nach und von EOS sind blockiert. Gute Arbeit, Sam. Und jetzt schalten wir dieses Ding aus. Zuerst müssen die Gesalten weg. Von links kommen die auch noch. Gut. So. Noch ein Salter. Auch noch weg, sehr gut. Mein Freund, du bist alleine. Der hat noch ein HP. Na komm. Ja. Willst du mir gerade sagen, dass ich es nicht geschafft habe? Skill auf. Ja, habe ich es jetzt geschafft oder nicht? Zeigt mir gerade nichts an. Gibt es hier noch Überreste? Eine Hesser Schrotflinte. Würde ich dann mal ausprobieren. Hallo. Da wäre noch ein Energiegenerator gewesen. Dann wäre es ein bisschen leichter gewesen für mich. Aber die Frage ansonsten, muss ich jetzt das alles nochmal starten oder nicht? Zeigt mir nichts an. Dann werden wir jetzt mal reingehen. Was gibt es hier denn Schönes? Einen Behälter mit einer Sniper naladen. Gut. Hier gibt es nichts. Da war mal was, keine Ahnung. Das ist nach wie vor. Und jetzt? Willst du sagen, dass es gerade buggy ist? Ihre Leute müssten jetzt sicher vor der Überwachung durch die Kette sein. Gut, verschwinden wir von hier. Ja, das hätte man mir in der Anzeige wesentlich nicht mitteilen können. Sich zur Forschungsstation, naja, ob Projekte freizuschalten. Naja. Schön. Wie sieht es denn hier aus? Dann gibt es hier noch Mineralien zu scannen und nochmal ein Fragezeichen. Und die Möglichkeit mit Bane zu reden, obwohl auch das letzte Mal nicht funktioniert hat. Muss ich gerade, wo habe ich, wo liegt er dort oben? Eigentlich müsste man eine automatische Ruffunktion haben, dass das Auto zu einem selbst kommt. Oder ich sollte einfach ein bisschen näher parkieren. Da müsste ich nicht so weit laufen. Oh, da vorne hätte man das auch noch deaktivieren können. Ich werde aber zuerst noch was tun. Ja. Jetzt erst die Mineralien scannen.
Gehen wir nochmal nach zu Vayne. Ich habe gehört, wie jemand darum gebeten hat, auf Eos eingesetzt zu werden und konnte nicht anders. Ich musste einfach lächeln. Der Anblick dieser Kettmaschinen gefällt mir überhaupt nicht. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihr undokumentiertes Mineral in der Nähe, Pathfinder. Naja. Ich glaube, das ist so spektakulär. Unbekannt. Gehen wir nochmal zu Vayne, die Mission. Was gibt es hier denn eigentlich? Gibt es nochmal eine Ansammlung an Relikten? Ich will da hoch. Gibt es hier eigentlich irgendetwas noch Spezielles? Ja, ja. Ich habe hier halt nur keine gute Deckung. Meine Schüsse kommen weiter als eure. Da war mein Schild aber ziemlich schnell weg. Ein Beobachter und Schussbeobachter. Eine. Dass die nicht näher kommen. Sind das eigentlich die Beobachter oder die... Keine Ahnung. Ein Assembler. Oh, jetzt der andere. Mein Freund hier! Ah, das war jetzt arschknapp. Einer ist noch da. Einer ist noch da. So geht das. Noch einer. Ja, ich liebe die Sniper. Die ist nicht vor schlechten Eltern. So, was gibt uns hier Schönes? Eigentlich nichts Neues. Also halt Relikten. Nope, nein, falsche Tastatur. Okay. Was hätte man in die Luft jagen können? Das sieht mir hier nach einem Eingang aus. Ja. Wahrscheinlich für später. Ja, wahrscheinlich für später. Okay. Dann werden wir mal zurück nach Brian gehen. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Haben Sie und Ryders Vater je miteinander geredet und sich kennengelernt? Manchmal. Kein Smalltalk. Das war nicht sein Ding.
Er und ich hatten diese tägliche Routine. Ich sagte, guten Morgen, und er sagte... Ihr rettete die Leute lieber, statt mit ihnen soziale Kontakte zu knüpfen. Ja, und die Basis ist auch schon wieder besetzt. Oh, können wir jetzt eigentlich mit ihm reden oder nicht? Das war verdammt gute Arbeit da draußen, Pathfinder. Deshalb wollte ich Ihnen auch nochmal persönlich dafür danken. All diese Kette zu erledigen war eine echt beeindruckende Leistung. Die Buster sagen verdient, danke für die Hilfe. Sie haben mir gezeigt, wo ich zuschlagen muss. Ach was, Sie wären auch ohne mich klargekommen. Aber Sie sind wohl kaum so weit gefahren, nur um sich von mir den Arsch küssen zu lassen. Hier, Ihre Belohnung. Freut mich, dass es auf der Nexus doch nicht nur Stümper gibt. Passen Sie auf sich auf, Masani. Das habe ich vor. Das war's schon? Was für ein Tag, hm? Na, und sitze. Passen Sie auf sich auf, Masani. Und die Ketsch. Das habe ich vor. Okay. Mit anderen Worten, das war's hier hinten. Das heißt, was habe ich denn? Level 19... Es fehlen noch 1200, bis ich Level up habe. Über die Schmuggler Bericht erstatten und die Asari-Arche Informationen einholen. Danach werden wir hier eigentlich... Aber ich denke, dass es hier eigentlich noch weitergeht. Das waren die Katakomben. Aber warum gehen die in die Höhe? Forschungsstation. Na dann. Schiff. Schnellreise, jawohl. Ich müsste noch den Riesenwurm nochmal angehen. Mal schauen, ob die Händler noch irgendwas haben mittlerweile. Ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Muss ich gerade selbst gucken. Wenn wir schon mit den Asari reden, tauschen wir noch schnell Phoebe aus. Also unser hier Granatwerfmeister. Dankeschön. Ah. Und die fliegen dann auch in der Luft. Dann schauen wir uns gleich mal die neue Schrottflinte an, die Heshi. Die Hesh ist ein Cat, macht weniger Damage, hat eine höhere Feuergeschwindigkeit, hat mehr Magazin und ist etwas leichter. Aber die Feuergeschwindigkeit ist eigentlich für einen Arsch. Weil eine Schrotflinte ist ja schließlich keine automatische. Das heißt, die lasse ich mal. Präzision. Naladen. War das nicht die Naladen, die ich eigentlich herstellen wollte? Macht ein bisschen weniger, hat aber eine höhere Präzision. 5 Schuss. Ich probiere die dennoch mal ein bisschen aus. Experimentelle Materialien, Präzisionsgewicht. Ja. Und einen verstärkten Lauf. Präzisionsgewehr, Schaden, taktisches Zielfernrohr. Erhöht aber das Gewicht. Jetzt habe ich 2 Sniper dabei. Wollte ich eigentlich nicht, aber ich probiere die auch noch aus. Und ich merke gerade, im Lager kann ich die Waffen nicht verwenden. Naja. Macht nichts.
Ja, Kolonist. Prodomus Nachschubunternehmen an abgelegene Nachschubposition hochladen. Wir haben die Vorräte an Gesetzlose verloren. Kleinigkeiten waren noch zu retten, aber insgesamt war es ein Desaster. Wir müssen vorsichtig sein. Ihre Empfehlung wurde vermerkt, Pathfinder. Ja. Mit dem Vermerk, dass die Schmuggler hier noch helfen können, weil ich will die ja auch nicht direkt abschieben. Weil wir sind hier nicht allein. Vor allem sind wir auch eine Gemeinschaft, eine für alle, alle für einen. Pathfinder-Helm, Speer, Brandmunition. Schild, das ist das alles, was du hast. Dankeschön. Oh, Berghof könnte ich noch verkaufen. 3900. An bestätigen. Okay. Schön. Mir fehlen noch 700 Erfahrung, damit ich mich etwas austoben kann. Mit neuer Waffen herstellen etc.